Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play Dark Souls 2 mit Paxis. Ich bin gerade an der absoluten Hassstelle und habe aus Versehen das Leuchtfeuer aktiviert, statt einfach... Oh, fuck, ich wollte einfach eine Fackel in die Hand nehmen. Sehe einfach nichts. Ist so scheiße. So, wenn jetzt dieser Spaß von links nicht mehr kommt, dann wird's vielleicht was. Aber der kommt natürlich. Oh. Der darf halt nicht kommen. Der macht alles kaputt. Ich kann mich auf die anderen konzentrieren, solange der noch lebt. Das ist das Problem. Und ich kann auch nicht gegen den kämpfen in der Dunkelheit. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass er nicht kommt. Doch, er kommt. Wieso denn? Wie denn? Wie denn? Natürlich wachen immer mehr auf, aber... Mein Plan ist halt gerade, den Fetten loszuwerden und dann in Ruhe die anderen platt zu machen. Ob das funktioniert? Keine Ahnung. Verdammt, ich dachte, wir können ihn ja so ein bisschen heimlich umbringen und dass er uns treffen kann, aber... Das scheint auch so zu gehen, weil er ziemlich blöd läuft. So, wacht der Fette jetzt auf, wenn ich den Gegner nehme? Nee. Gefrorene Blume als Gegenstand? Also als, Quatsch, als Schlüssel? Führt euch in ein unbekanntes Land. Ein steinernes Ornament in Form einer Blume. Kalt genug, um selbst die größte Hitze abzukühlen. Öffnet die Tür zu einem neuen Pfad am Schrein des Winters auf dem Weg zu der großen Burg. Mhm. Okay, dann müssen wir dann also mit der Blume da in den Schrein des Winters rein, alles klar. Würde auch gerne Licht machen, aber da wir jetzt die Fackel sowieso gleich wieder ausmachen können, oder ist hier irgendwo was zum Anzünden? Macht er jetzt auf? Seele eines Helden, alter schillernder Lebenstein, Klostermal. Oh, dreimal schillernder Lebenstein, alter schillernder Lebenstein. Muss er immer Angst haben, dass einer von diesen Typen hier aufwacht, verdammt. Ist auch wieder keine Fackel oder so, die ich anzünden kann. Ist hier eine Truhe? Ja. Finsternispfeil, 15 Mal. Komm schon. Na gut, jetzt ist halt mein Plan, dass ich von der Seite aus erstmal die hier platt machen kann, ohne dass die anderen kommen. Gucken, ob das klappt. Also ohne dass der andere kommt, der große. Wer ist das? Ist der kleine? Ja. Nein, da kommt der Fette wieder. Oh, wo kommt denn der her? Kommt dann doch wieder. Scheiße, Mann. Ich könnte wieder so einen langen Kampf machen, aber ich habe eigentlich keine Lust drauf. Weil er eben so lange dauert und so nervig ist. Oh, fuck, der ist ja viel schneller hier als gedacht. So, jetzt haben wir zumindest die zwei erstmal platt gemacht. Ich weiß halt nicht, ob der irgendwie getriggert wird, wenn die aufstehen oder ob der was hören kann oder so. Jetzt will ich mich eigentlich erstmal rechts lang schleichen.
Scheiße. Ach, zum Glück. Irgendwie nennen die immer irgendwann an ihre Deckung hoch, aber ich kann sie überhaupt nicht sehen. Also für mich sehen die einfach immer gleich aus in der Dunkelheit. So. Das haben wir auch schon aufgemacht. Ah, hier ist auch so ein Fetter drin. Oh mein Gott! Wie dumm, die ganzen Türen aufzumachen. Das konnte ich ja nicht ahnen. Sehe auch nicht, dass ich den abziehe. War ganz gut, okay. Deutlich mehr als nur mit dem Bogen. Hier sieht man wenigstens ein bisschen was. Sehr schön. 2500, ja, die sind auch relativ knackig. Das ist echt verdient, dass man da so viel bekommt. Hat eine Truhe beschützt, aber es ist echt blöd, dass sie immer wieder kommen. Oh, wäre ich froh sein, wenn ich mit dem kloppten Raum hier durch bin, ey. Aber er kennt mich wie bei dem Bossfight gegen den Rattentyp da. Ich kann einfach nicht aufhören, bis ich es geklärt habe. Mastodon-Schwert. Was war das denn? Mastodon-Schwert. 150 Schaden. Mastodon-Großschwert. Großschwert der Urritter, die das Schloss von Dranglake verteidigen. Die brachialen und mächtigen Urritter führen dieses Schwert wie einen federleichten Zweig. Normale Krieger haben jedoch aufgrund des enormen Gewichts bereits beim Hochheben ihre Mühe. In einem geheimen Anwesen führt man einst in Dranglake angeblich schreckliche Experimente durch. Fürst Aldia gilt als Urheber dieser Untaten. Warum steht denn das noch extra unten dran? Bei dem Schwert, das verstehe ich nicht. Okay, das sieht aus wie eine verbesserte Version von den Großschwertern halt, aber von denen hier, von den Königsgroßschwertern, aber viel zu schwach. Die keinen Scheiß dahinter, sondern eine Belohnung. Okay, Scheiß dahinter, keine Belohnung. Komm mit, wir kämpfen hier. Da habe ich Erfahrung. Oh, ich wollte den Fokus nehmen und zurückgehen. Er hat aber nicht anvisiert. Mach mit rein, komm. Komm noch ein Stück. So, jetzt habe ich Bock. Jetzt können wir kämpfen. Es ist so kacke, dass ich die Lebensanzeige fast nicht sehe. Ich weiß aber nicht, wie viel Energie er noch hat. Ich glaube noch zwei Schläge. Zu kurz. Na also. Oh, ich glaube, ich habe das Schlimmste im Raum hinter mir, beziehungsweise eine ganz gute Strategie gefunden, um den Raum zu klären. Ich will aber trotzdem natürlich nicht zu vorschnell urteilen und jetzt sterben. Noch eine Truhe, aber ein Blutfleck. Aber ich hoffe mal, der ist nicht an der Truhe gestorben. Aber der wäre wahrscheinlich direkt vor der Truhe. Wenn jetzt hier noch in so einem Raum noch quasi Ring des königlichen Soldaten noch quasi so eine falsche Truhe wäre, Heideröslein. Ring. Ring des königlichen Soldaten plus 1. Erhöht maximale Belastung. Oh. Um fast 10%, wie man unten rechts sieht. Dieser Ring trägt einen Soldatensiegel. Er erhöht die Last, die getragen werden kann. Solche Ringe wurden Kriegern verliehen, die sich im Dienst für König Vendrick hervorgetan haben. Der König bevorzugte einfache Krieger, die sich in jedem Kampf allein auf ihre Stärke verlassen haben. Ja, jetzt schauen wir mal auf unseren Drachenzahn. Das könnte ja dann interessant damit werden. Ach so, da brauchen wir ja 50 Stärke. Das sind ja noch 20 Level. Okay, das hat sich eigentlich erledigt. Es sei denn, wir skillen um. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. So.
Wir gehen jetzt mal hier rein, damit wir niemanden aus Versehen aufwecken. Oh, was ist denn das? Was ist denn das gewesen? Haben wir ihn getroffen und nichts abgezogen? What? Was ist denn das? Ach, das ist der komische Haken, oder? Scheiße. Geht er auf Bluteneffekt oder was? Der macht überhaupt keinen Schaden. Langsam hat er Angst vor mir, wie es aussieht. Oh, jetzt ist die Heliporter auch noch in Gefahr. Fuck, Mann. Wir sterben auch noch. Ach nee, wir leben noch. Ach nee, wir sind tot, okay. Oh, fuck, Mann. War so knapp. Hätten noch einmal treffen müssen. Mann, die Haltbarkeit. Na, wir hätten den Kampf wahrscheinlich eh verloren, wenn wir nicht mit dem nächsten oder übernächsten getroffen hätten, weil dann unsere Heliborder kaputt gewesen wäre. Aber krass, dass wir im Kampf geschafft haben, die Waffe zu wechseln. Schade, hätten wir auf jeden Fall gewinnen können, den Kampf, aber gut.
War taktisch nicht der schlechteste Kämpfer, aber ja, Invasionsgeister gehen mir einfach auf den Sack, aber naja. Okay. Ich glaube, wir machen mal zum Mensch, weil wir haben nach vorbei. Einmal sterben ist noch drin. Wir haben mittlerweile so viel Energie. Wer jetzt wieder rechts lang gehen. Ah, oh, fuck, stimmt. Wir haben ja immer noch diese großen Typen jetzt wieder, die wir besiegen müssen. Naja, bleibt nichts anderes übrig. Level haben wir wieder fast. Das ist schon ein Level, oder? Das hier ist ein guter Raum zum Kämpfen auf jeden Fall, weil hier man hier deutlich mehr sieht. Oh, da war sogar mit dem Rücken zu uns gewandt. Geil. So, komm mal mit hier rein. Komm, Mäuse, komm. Na komm. Oh, jetzt können wir kämpfen. Oh, da habe ich getroffen. Interessant. Muss ich mal hier hoch. Ja. Ich schlage halt ständig gegen die Wände hier, deswegen ist die Haltbarkeit so schnell kaputt gewesen. Das ist leider ein Problem. Weil das ist auch ein Problem, wenn ich auf den Boden schlage. Komm, nimm dein Schild weg. Komm. Na also, haben wir's doch. Ach, sorry, dass das so lange dauert. Der Invasionsgeist hat einfach meinen ganzen Plan kaputt gemacht. Oh. Kann man nichts machen. Der Nietscholle, okay. Ah, ich glaube, ich heile mich mal, wenn ich nochmal gegen so einen Fetten kämpfen muss. Oh, ich glaube, ich komme nicht an ihm vorbei, oder? Ohne dass der mich sieht. Ne. Na gut, dann bekämpfen wir dich halt. Komm mit. Komm. Mich wieder getroffen. Verstehe das nicht. Wenn ich Schild oben lasse zum Blocken, trifft er mich nicht. Sobald ich es aber runternehme, trifft er mich. Na, diesmal wieder nicht. Okay, aber ich dachte, jetzt macht nur einen Schlag. Die Energie hat er denn. Ah, okay. So, ich glaube, es kommt gleich nochmal so ein großer, deswegen ja, nehmen wir lieber wieder volle Energie, weil mit zwei Schlägen ist man halt tot und die haben halt so eine Zweischlags-Kombo, die mich theoretischerweise treffen kann. Au, Ausdauer vergessen, ich trottel. Moment, Moment, ich glaube, den muss ich auch bekämpfen. Ja, ich muss den Raum einmal komplett klären und wird das nix.
Komm mit. Hab gerade überlegt, ob ich ihn vielleicht doch hier draußen bekämpfe, aber das wäre wahrscheinlich Selbstmord. Das ist es nicht wert. Komm her. Oh fuck, Ausdauer, Ausdauer, Ausdauer! Gut, wir machen hier erstmal einen Cut, liken, kommentieren, abonnieren, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten hoffe ich mal, dass wir dann in der nächsten Folge diesen Raum hier komplett geklärt haben, hinter uns lassen können und einfach weitergehen können. Oh mein Gott. In diesem Sinne, liken, ja, hat schon gesagt, also dann bis morgen, DJ.